Herzlich willkommen zurück zu Boo Bunny Plague. Wir haben versagt, wir haben Thor entkommen lassen und jetzt ist sein, ich glaube, Bruder Tyr uns auf den Fersen. Und das ist der echte, richtig tolle Gott des Krieges. Das kann also nicht einfach werden. Er hat zwar nur noch einen Arm, aber dafür hat er ein scharfes Messer an der Hand. Ja? Oh, mal schauen, was er so kann. Also er kann ganz schön viel Staub aufwirbeln. Und du hast... Du bist ja... Was bist denn du? Warst du im Knast oder warum kannst du so schnell stechen? Meine Güte! Ach du Scheiße! Hilfe! Oh! Man muss ihn also irgendwo gegenlocken. Okay. Verstanden. Hilfe! Lauf gegen die Wand! Hilfe! Nein! Ich bin tot. Aha! Ach du Scheiße! Und ich bin tot. Okay, aber ich habe eine Idee. Ich habe Ideen. Ist das nicht toll? Ich habe Ideen. So, mal gucken. Gegen das Auto. Und dann gebe ich es ihm von hinten. Ich hoffe nur, dass das reichen wird auf lange Sicht. Ob ich hier genug von diesen Fahrzeugen habe, um ihn damit umzubringen. Komm. Stell dich jetzt so an. Tyr. Tür. Und ich hoffe, ich mache hier niemanden Ärger. Ich verärgere hier niemanden, indem ich sein Auto töte. Problem ist, ich habe es versagt. Verkackt wieder. Aber wir haben hier noch ganz viele Autos stehen. Und ich muss dann wohl nur günstig stehen, sobald er damit anfängt. Das ist alles, was du hast, ja. Tyr hat seinen Arm verloren als Pfand. Die haben dem Fenriswolf gesagt, hey, wir würden dich gerne anketten, aber nur zum Spaß. Ja, nur zum Spaß. Nur zum Spaß. Dann haben sie ihn angekettet. Und er hat die Ketten kaputt gemacht, weil sie wollten das ja zum Spaß mal testen. So sind halt die Götter. Spielen mit sowas. Und dann haben sie richtig tolle magische Ketten genommen, aber der Wolf hat sich gedacht, hey, die wollen mich vielleicht wirklich anketten. Und hat also gesagt, hey, als Pfand hätte ich gerne, dass du deine Hand in mein Maul legst. Und als er dann gemerkt hat, er kommt nicht mehr los und die Götter haben ihn ausgetrickst, weil der Wolf sollte natürlich, oder ist prophezeit, dass der Odin umbringt, hat der Wolf natürlich die Hand abgebissen. Und deswegen hat er jetzt dieses tolle Kackmesser, an der Finger. Na, vielleicht brauche ich die Autos gar nicht. Vielleicht reicht es, wenn er gegen etwas läuft. Egal gegen was. Komme ich dahinter irgendwie? Oh, da ist noch mehr. The Filthy One! Feuer? Das ist die Filthy One. Mal sehen. Das tut doch weh! Ich bin doof. Aber, es geht weiter. Wir sind verletzt, der Gott ist verletzt. Und ich bin ihm entkommen ein Stückchen. Renn doch mal hier gegen die Tür. Okay. Das war doch gar nicht schlecht. Wir kümmern uns später darum, was diese Gitarre kann. Irgendwas wird sie schon können. Ha, das geht natürlich auch. Und weiter. Ich muss einfach über die Autos hüpfen, während er schlägt. Das ist natürlich eine wunderbar tolle Idee. Ich habe gewonnen. Oh mein Gott, der Gott des Krieges. Order up. Bunny's log. December 30th, purple. Why do I keep getting attacked by these funny-dressed people? Perhaps it was in response to our recent battles. Yes. What battles? The Library of the Universe. That's where the Encyclopedia Galactica is. If you got a problem, yo, it'll solve it. How did we get here so fast? Cool. You guys smell that? Smell?
You realize I'm a freaking robot, right? Hey, Gunny, do you smell it? Smells like treachery. Hey, it's that guy! Watch his face! I should have ended you buffoons when I saved my daughter from your clutches in hell. What? I've had the Encyclopedia Galactica locked and sealed for your protection. Some knowledge is best left unknown. I don't suppose ending the charade now. My name is Loki. A list came into my possession, created by a being too cowardly to face us himself. Seeing my own kin upon this coward's list, I really had no choice but to possess his weak-minded servant and hire you bumbling fools to botch the job. Now I have no choice but to kickstart the endgame in hopes that it brings him great pain as he watches all that he has created be destroyed by the very forces he himself has put in place. Ladies and gentlemen, welcome to the apocalypse. Guys, we have to leave now. You two handle this. I'm going after her. Sure, no problem. We got this. Oh. Und ich weiß nicht genau, was jetzt hier gerade passiert ist. Das ist mit Loki, das wussten wir ja schon. Aber wann haben wir seine Tochter gerettet? Oh, wir sind zu zweit. Cool. Schieß! Ich hasse Informationen. Oh, cool. Hat sogar funktioniert. Ich habe einen von denen umgebracht. Ach, das ist die Dreckige. Dann wollen wir mal im Menü schauen, wie gut die Dreckige nun wirklich ist. Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ja? Die warten ja, während ich meine Waffen durchscrolle. One of the world's greatest guitars. Once used by one of the world's greatest guitarists. Careful not to break it when busting skulls. Vielleicht will ich sie dann nicht benutzen. Vielleicht machen wir es mit der Eisgitarre. Ja. Ach komm, weglaufen. Oh, da liegt eine neue. Ja, dann nehmen wir natürlich die neue. The Electric. Jump into the action with lightning flashing. Nein, nicht Option. Gitarren. Musikinstrumente sind wichtig. So, wo ist... Oh, The Plague ist die Standard, genau. Ice, Fire. Da kann ich den Song of Ice and Fire singen. Ja, dass ich den Witz noch nicht gemacht habe, ist wirklich eine Schande. Hier haben wir die Electric. Okay. Literally Electric, ja. Dann wollen wir mal. Ich will dich schocken. Naja. Oh, das sah cool aus. Das war ja richtig... Der hat ja richtig geleuchtet. Oh, okay, der Roboter ist ein Objekt, über das ich nicht einfach durchlaufen kann. Das heißt, da kann ich vielleicht was mit anfangen noch. Ja? Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Was haben wir denn hier? They say Vikings can't read. Prove them wrong. Den haben wir hier. Oh, ein Katzengesicht. Oder ein Menschengesicht auf einer Katze. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, das ist Block. Hallo. Und ich muss den Key zu dieser Enzyklopädie finden. Okay. Eine Tür ist ein bisschen aufgegangen. Hier liegen sogar noch ganz richtig oldschool Bücher rum. Interessant. Das ist ein Schild. Ich brauche eine Karotte. Dann schauen wir uns einen dieser Gänge an. Keine Ahnung, wer das ist. Und das ist, glaube ich, das Gesicht von der Katze auch. Vielleicht. Mal sehen. Gehen wir hier hoch, und zwar die Rampe. Oder die Treppe. Mir egal. Schauen wir, was hier oben ist. Nichts. Sehr beruhigende Musik. Ich muss niesen. Aber das werde ich hoffentlich rausgeschnitten haben. Ja. Denn das gefällt mir gar nicht. Ja. Man niest nicht in einer Bibliothek. Nein, das ist ein Ort des Lernens oder des stumm Rumsitzens. Und ich hätte wirklich aufpassen sollen, wo die Tür aufgegangen ist. Ja. Vielleicht in Richtung... Ja, Nanotech. Ja, Nanotech klingt gut. Da will ich hin. Auf geht's. Nanotech. Oh, Gunny ist weg. Aber gut, ich brauche Gunny nicht. Oh. Gunny! Hilf mir!
and see. Yes, come and see. I am the unpleasantness known as pestilence. I bring contagions and infections. Cool, du bist also einer der vier Reiter der Apokalypse sozusagen. Und du hast eine Nanitenkrankheit. Ich dachte vielleicht, ich kann ihn irgendwie mit seinen eigenen Naniten umbringen. Und habe auch ein bisschen die Klappe gehalten für das Gesinge, was hier nebenbei läuft. Ich hoffe, man kann es so halbwegs verstehen. Autsch, 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 autsch. Also du machst immer mehr... hör auf, das Ding zu schwingen. Du machst immer mehr unpassierbar von dem Raum. Oh, das macht richtig Schaden, wenn man da reinläuft. Okay. Ja, das ging. Nimm das! Und dann holen wir uns die Karotte da hinten. Aber ich werde den langen Weg gehen. Ja. Ich hoffe, das hört auch irgendwann auf, mir zu folgen. Ja, tut es, aber dann macht er wieder was anderes. Okay. Hi. Kann ich dich da durchlocken durch dein eigenes grünes Zeug? Es wäre wahrscheinlich komisch, wenn das ginge, nicht? Ja. Und in die Fresse. Vorbei. Sehr schön. Ja, ich denke, das wird funktionieren. Würde eine Weile dauern wahrscheinlich und ich werde eine Menge hier rumlaufen müssen und diesen Naniten ausweichen, aber ich hoffe, ich kriege seine Krankheit nicht. Also Nimrod war der Diener eines größeren Wesens, aber übernommen von Loki. Und auf der Hitlist von Nimrod, die war wohl legitim, wenn ich das richtig verstehe. Aber wieso würde Loki sich darum kümmern, wenn Thor auf einer Hitlist steht? Das verstehe ich nicht, weil im Prinzip sind die ja keine Freunde. Nanites Attack. Weiß nicht, ob der... Also er verliert langsam Lebenspunkte auch durch meinen Blitz, der irgendwie auch auf ihm drauf ist. Ja, der ist gerade wieder ein kleines bisschen weggegangen. Was ist, wenn ich hier einfach jetzt mein Schild anmache? Dann ist es dort komplett weg, aber ich überlebe es. Oh, knapp. Komm, mach nochmal was. Autschi, Bautschi. Weiter geht's, Bunny. Weiter geht's. Wir haben noch keine Zeit zu verlieren. Wir haben auch, ja, es läuft gut. Na, kommen die kleinen Naniten. Den werde ich ganz ungeschickt ausweichen, die ein paar auf die Fresse hauen. Und dann mein Schild anmachen. Oh, das hat wehgetan. Dann gebe ich dir einen hier. An der Ecke. Au. Hahaha.
Und er ist tot. Pestilence besiegt. No. Whoa. You call that a blow up? That's not how I would have done it. Ja, das glaube ich dir. Du hättest bestimmt eine gigantische Explosion hervorgerufen. Eine viel schönere noch. Auf jeden Fall. Bunny macht keine halben Sachen. Ich dachte, ich finde hier vielleicht ein Power-Up oder so. Aber gut. Haben wir hier oben jemanden getötet? Haben wir den Raum geklärt? Und dann gehen wir nach unten, ja. Ich denke, jetzt kriege ich nämlich auch meinen Freund wieder. Gunny, wo bist du? Du bist immer noch offline. Oh, okay. Bring ihn mal um. Okay. Zu spät, Gunny. Ich habe ihn schon getötet. So, da hinten war ein neuer Wikinger. Ich sehe ihn, ja. Aber der macht nicht viel. Passt bloß auf die Computer auf hier, wenn die kaputt gehen. So, Nanotech. Also ich gehe davon aus, wenn ich jetzt hier die Leute getötet habe, dann geht eine weitere Tür auf. Wir bekämpfen vielleicht einen weiteren von diesen Reitern der Apokalypse, bis wir alle vier bekämpft haben. Weil Loki hatte die Apokalypse ausgelöst gerade. Und dann finden wir den Schlüssel zu dieser Enzyklopädie. Ja, ich denke, das könnte es sein. Wer bleibt denn da noch? Also Krieg? Wobei, Krieg haben wir ja schon einen Gott besiegt. Das wäre vielleicht komisch. Es gibt Hunger, glaube ich. Ach, Tod gibt's noch. Tod. Tod an sich. Aber ein Todesgott haben wir ja auch schon besiegt. Also wer weiß, ob sich das dann wirklich wiederholt alles. Mal sehen. Mal sehen. Vielleicht sind auch ganz andere Sachen drin. Es fehlt aber immer noch irgendwer, oder? Ich kann dich hören. Sehr schön. Nutrition und Health. Ist jetzt aufgegangen? Fragezeichen. Sieht nicht so aus. Dann haben wir hier noch History of Warfare. Das klingt gut. Das klingt so nach Krieg. Ja, das klingt nach Krieg. Dann gehen wir mal in die Geschichte der Kriegsführung. Und hört diesen Elefantenbot da hinten. Ah, ich verstehe das. Ich verstehe das Spiel. Wir sind vier Leute. Das sind vier Reiter der Apokalypse. I came and saw on a pale horse. Außerdem, war, what is it good for? Ich finde das einfach geil. Oh. Wow, du sprühst ja überall hin. Special Delivery. Oh, cool. Du gefällst mir. Nicht nur musikalisch. Kannst du vielleicht nochmal was anderes machen? Vielleicht diese Kanone von eben? Mist, das ist doch meine Gelegenheit, ihn. Achso, der dreht sich dann sogar noch. Oh, okay. Krieg wird schwer. Krieg wird schwer. Okay, ich weiß noch nicht, wann seine Schwachstelle ist. Oder was ich ihn, wozu ich ihn bewegen muss. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn, wenn er auf mich schießt, angreifen. Was? Böser Schuss. I'll come to you. Ja, der zielt auf mich damit auch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein! Schieß doch nicht richtig. Das ist doch nicht unfair. Okay, ich muss gucken. Ich muss mich wirklich orientieren. Was kann ich gegen ihn machen? Wann kann ich ihn angreifen?
Das ist... Ja, der macht so einen Charge auch. Okay, wenn er mich tritt, dann block ich ihn. Das macht ihm aber nichts. Also, schauen wir weiter. Was macht man denn gegen Krieg am besten? Hallo? Ich glaube, ich habe mehr Reichweite. Ich glaube, das ist es einfach, ja. Ich habe mehr Reichweite. Ich muss dann einfach laufen, wenn er schießt, aber ansonsten habe ich mehr Reichweite. Ich denke, ich kann Krieg besiegen. Ich denke, Krieg ist kein Problem. Immerhin habe ich hier viele, viele Karotten. Ja, komm zu mir. Charge! So schwer trifft er mich eigentlich nicht. Im Vergleich, ich denke, ich mache ihm mehr Schaden als er mir. Immer mal einen Angriff und dann weg. Krieg, du hast einfach nicht die Reichweite, die du mal hattest. Oh. Okay, rennen wir wieder ein bisschen weg. Ich hab Krieg fast besiegt. Special Delivery! Aber immerhin, Krieg ist cool. Krieg gefällt mir. Nein! Nein! Schild an! Oh, die Schilde! Geht kaputt, Captain! Wir müssen angreifen! Und Krieg ist besiegt. Du siehst... 15? Oh Gott, bitte nicht. Bitte keine 15. Aber ich denke, das wird für heute mal wieder reichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben noch 2 Reiter der Apokalypse zu töten. Und das machen wir nächstes Mal. Bis gleich. Zumindest für mich bis gleich, ja?